Es gibt unzählige Legenden über und um den heiligen Nikolaus. Und so ist es auch in Vorarlberg um den 6. Dezember wieder soweit. Zahlreiche Freiwillige machen sich auf den Weg und bringen Kinderaugen zum Strahlen. Doch wie wird man überhaupt Nikolaus? Also dazu quasi mir eigentlich so, wir haben das eigentlich schon viel früher machen wollen, wo wir 18 sind, jetzt sind wir ja 20. Und dann hat man gesehen, ihr seid zu jung für das mit 18 und ja, jetzt sind wir halt ein paar Jahre älter und es machen nicht gerade viele, gerade Jüngere findet man eher weniger, wo das machen werden, oder? Aber uns gefällt es, wir machen es jetzt das zweite Jahr und ja, man hat uns gefragt, ob wir es machen werden und dann haben wir eigentlich gleich zugesehen. Also ich selber, ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, oder? Es ist schon total toll, dass man das Glänzen in den Kinderaugen sieht, wie sich die freuen und zum Teil auch ein bisschen fürchten, oder? Und ja, das ist einfach wahnsinnig super, wenn man ein bisschen die Geschichte erzählen kann, wo der Nikolaus uns nachbringen will. Nein, es ist schon ein bisschen individuell. Also es ist schon nicht in jedem Haus gleich. Man sieht auch nicht in jedem Haus das Gleiche. Es ist immer unterschiedlich. Man kriegt natürlich für die Eltern auch etwas zur Verfügung gestellt, oder? Ich habe mein schlaues Buch dabei, wie jeder weiß, da steht alles drinnen, oder? Aber in Wirklichkeit ist es so, dass man halt zu den Kindern ins Haus kommt und dann kriegt man etwas von der Eltern einen Zettel am Anfang und die Eltern schreiben dann auf, was das Kind natürlich ganz gut machen und viele positive Punkte, aber zwei, drei Punkte, die vielleicht nicht so gut sind und wo sie vielleicht ein bisschen präfer sein sollten. Aber ja, und du schmückst dann halt das Ganze noch ein bisschen auf. So, oder? Am Anfang fragst du schon mal, ob sie den Nikolaus kennen, ob sie die Geschichte vom Nikolaus kennen, was er für ein Max ist und so weiter und so fort. Und dann gehst du dann über zu einem Punkt, was die Kinder halt gut gemacht haben, was sie vielleicht nicht so gut gemacht haben.